Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Die Chroniken von Methana, Archolos. Wir sind zurzeit. Och Gott, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Dingen ich rausgerannt bin, aus welchem Tor. Auf jeden Fall sind wir von Silbach entfernt. Hier geht's zurück nach Silbach. Hier geht's zu Valerios Weingut. Das heißt, wir haben mehrere Weinberg-Opportunisten, die hier sich niedergesetzt haben und hier den Weinanbau fördern. Hier geht's zum Kloster der Wassermagier und unten drunter steht noch irgendwas anderes. Zur königlichen Mine. Naja, von mir aus. So, hier haben wir eine Pfanne rumfliegen. Man hört wieder Wölfe und eine Ratte am Spieß. Ich weiß nicht, ob wir eine Ratte am Spieß der Djinn schon mitgebracht haben. Deswegen halt. Ah, gut, wir haben mehrere davon. Ja, umso besser. Dann können wir mal selbst eins reinfetzen. Wie gesagt, bei fertigen Mahlzeiten, da habe ich keine Angst, dass uns da dann irgendwas verloren geht. Pfanne ist auch noch da. Wir könnten damit sogar ein bisschen was brutzeln, aber gerade im Moment müssen wir nicht unbedingt. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Haufen Zeug. Wir haben hier Scavenger, da hinten wieder einen Keiler ohne Blutfliege. Also hier ist wieder volles Programm angesagt. Der kommt schon direkt auf uns zu marschiert, der Scavenger, und hängt blöd im Zaun fest. Was treibst du, Junge? Was soll das? Sei leise, sonst kriegt der da hinten noch was mit. Oh, da kommt der nächste angehüpft. Was soll das hier eigentlich? Oh Gott, und der nächste. Das sind schon wieder drei Keiler, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Was geht denn hier ab? Ich sehe mich schon wieder mein Wort brechen. Ne? Ich sehe jetzt schon wieder, dass ich sage, ach, wisst ihr, ein paar Gegner können wir noch mitnehmen. Man hängt da ganz schön fest, der Junge. Jetzt kommt sein Kumpel. Der da hinten vibriert ein bisschen vor sich rum. Klar, jetzt kriegt das hin. Ja. Also das ist natürlich wieder das ist das gute alte Gothic-Glück. Ein Gegner backt so hart, dass du denkst, der kommt da nie wieder raus. Und dann, wenn der andere Gegner auf einen zumarschiert, man sich auf den fokussiert, ja dann, wie ein Wunder, kriegt man es auf einmal doch wieder gebacken, ne? Ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Tal hier. Sehr gewunden, das Ganze. Lädt auch dementsprechend enorm zum Erkunden ein. Aber ist auch genauso unübersichtlich, ne? Wie es halt interessant ist. Leider. Da hinten haben wir auf jeden Fall einen jungen Keiler. Hier sind so viele Keiler. Jetzt muss ich erstmal irgendeinen Ferkel hier auseinandernehmen. Haben wir weggedrückt, das Vieh. Und da unten haben wir, also mit dem hier oben ist nochmal vier Keiler oder so. Also Wahnsinn. Nach dem nächsten Gegner ist übrigens unser Level up sicher. Hier jedoch an dieser Stelle zu kämpfen, beunruhigt mich gerade ein bisschen, weil ich Angst habe, dass irgendwie über uns so eine Meute Wölfe gleich bei uns hereinbricht. Aber egal, Level up ist da. Und der Keiler bleibt, wir haben jetzt Level 10 erreicht. Wohlgemerkt. 5500 bis zum nächsten Level up. Gar nicht so viel, ne? Ist ja basically einfach nur eine kleine Nebenquest in Archolos, ne? Weil den Eindruck kriegst du manchmal hier echt vermittelt. So, pass auf, jetzt bin ich aber wieder hier. Genau, das heißt, da hinten geht's zu den Nebelmarschen, die wir meiden wollen. Und da hinten haben wir... Oh! Das ist aber der Kamerad, den ich... Oh ja, da gehe ich weg. Also Waage müssen wir jetzt hier nicht provozieren. Weil, gut, es ist halt nur so eine Sache. Ne? Ich meine, man orientiert sich natürlich nur an den Bekannten. Das heißt, vielleicht sind Waage in der Mod hier ein bisschen schwächer. Ne? So wie andere Gegner vielleicht ein bisschen stärker sind. Wie diese schwarze Riesenratte. Die hält ja relativ viel aus. Ne? Also... Für Gothic-Verhältnisse, also Ratten-Gothic. Gothic-Ratten-Verhältnisse, so rum.
Das sind die sehr, sehr tanky. Deswegen, nichts ist, wie es scheint. Aber alles ist, wie es ist. Vielleicht sind Waage ein bisschen schwächer, aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass sie uns auseinanderreißen. Wenn sie nämlich auch 300 EP geben, dann werden sie das nicht ohne Grund. Aber vielleicht bringen sie weniger. Wie gesagt, ich kann nur Vergleiche heranziehen. Tatsachen schaffen kann ich jetzt erstmal mit den Keilern. Da können wir mittlerweile, glaube ich, behaupten, dass wir mit denen kein Problem haben. Also die haben ein Problem mit uns, ne, weil wir deren Populationen enorm senken, aber wir haben keine Schwierigkeiten dabei, eben jene Population zu dezimieren. So. Da hinten haben wir jetzt noch einen Keiler. Moment, da will erstmal jemand anderes was von uns wissen. Kann er gerne haben. Sofern der Keiler da jetzt nicht irgendwie mitmischen will. Da hätte ich dann doch was dagegen. Der kommt aber ganz schön nah. Guten Tag. Direkt ohne Vorwarnung. Mann, Mann, Mann. Mein Lieber, jetzt halt mal den Ball flach. Das sind ja schon sehr aggressive Tiere, ne? Aber das haben sie davon. Und unser Fleischvorrat steigt ins Unermessliche. 31 mal hohes Keilerfleisch schon dabei. Man kann es ja dran ableiten, ne? Also 15, na gut, das wäre nicht ganz richtig. Es ist auch ein Wag. Ach du Scheiße. Okay, so langsam aber sicher werde ich mich patinisieren müssen. Oder haben wir hier im Eck wieder irgendwas Interessantes? Wow. Ein Keiler. Na, ganz ruhig bleiben, gell? Großer. Ja, ja. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich von mir selbst überrascht bin, wie ruhig ich gerade geblieben bin. Ich dachte irgendwie, ich kriege einen Herzkasper. Also ich hätte normalerweise in so einer Situation einen kriegen müssen. Aber irgendwie... Es war ja nur ein Keiler. Ne? Übrigens da hinten Waag. Ganz gefährliche Sache. Hier haben wir wieder so einen grünen Kristall, an dem man nichts machen kann. Also dient der hier irgendwie nur zur Irritation oder was? Wo geht's denn hier wieder rein? Ach du Scheiße! Hier gibt's überall alles. Kommst du her oder nicht? Was jetzt? Schaff dich schon vorbei! Also die Kretschance muss auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Das, dieser Blutfliege ist hier wieder so ein Krampf. Ja. Das Ganze ohne einen einzigen Crit. Ein Trauerspiel. Der Punkt ist, ich bin ja auch auf der komplett falschen Seite, ne? Ich bin ja quasi gar nicht da, wo ich das Hauptspiel hinlotsen will. Ich bin quasi einfach die andere Richtung gelaufen. Und warum? Ja, warum nicht, ne? Hier habe ich gerade irgendwie gar kein gutes Gefühl. Oder wir sind hier einfach nur in irgendeinem Neben. Was auch immer. Vielleicht kann man hier einfach nur ein bisschen rumklettern. Also wie gesagt, die Gegend ist wunderschön, wenn auch ein bisschen irritierend aufgrund ihrer Zusammensetzung. Dieses Schluchtenartige ist... an sich ganz schön, weil man, wie gesagt, sehr viel Content verpacken kann auf vielen Ebenen. Aber ich muss an der Stelle zum Beispiel sagen, bestes Gegenbeispiel, Gothic 3, Nordmar, das ist alles andere als eine Freude. Das ist eine Qual. Man gefühlt gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt ist. Jetzt haben wir hier gewöhnliche Riesenratten. Lachhafte Gegner. Und da hinten haben wir aber dann wahrscheinlich wieder irgendeine... Das könnte diese Mine sein oder sonst was. Aber da ist auf jeden Fall eine Person, die mit einem
in der Keule irgendwo hinrennt. Ich gehe mal ganz kurz einen Schritt zurück oder zwei, weil ich vielleicht da noch gar nicht hin. Nicht, dass wir da irgendwann hinlatschen und dann sind hier schon, stehen wir vor vollendenden Tatsachen und haben eine Quest vergeigt oder sonst was. Das wollen wir natürlich nicht so da oben knurren die Waage. Ich glaube, das ist jetzt quasi auch unser Signal, aufzubrechen und zurückzulaufen. Ich gehe mal davon aus, das ist die königliche Mine, wo wir eben gerade vorbeigeschlendert sind oder in die Richtung gedappt sind. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal zurück. Vergegenwärtigen uns nochmal diese schöne Gegend, diesen schönen Trip, den wir jetzt unternommen haben. Aber überstürzen müssen wir jetzt ja auch nichts. Wir sind schon ein gutes Stück hier runtergelaufen. Das ist halt krass, ne? Das ist, nur diese Texturen, ne? Das ist irgendwie so eine gewisse Vertrautheit, aber auch so eine riesige Fremde zur gleichen Zeit, weil es sieht natürlich alles aus, wie man es gewohnt ist in Gothic 2. Aber wir sind halt nicht auf Korinis, sondern auf Archolos. Apropos, da hinten ist ein Schattenläufer. Erstmal einen großen Bogen drum machen. Weil den wollen wir natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Da hinten haben wir einen riesigen, mit Schnee bedeckten Berg. Ich glaube, das ist ein Vulkan. Das müsste ein Vulkan sein. Das könnte auch noch spannend werden. Wie gesagt, ich vermute ja, dass ich irgendwie in der Mitte dieses Berges große Magmakammern befinden. Alles voll mit Echsenmenschen und Lavaschmieden, die nur darauf warten, dass ihre Verbündeten, die Orks, hier irgendwie aktiv werden und dann geht hier die Kacke ab. So, der Punkt ist, ich wollte eigentlich nochmal in die andere Richtung ursprünglich, aber das ich glaube, darüber pennen wir erstmal. Laden wir hier wieder alles voll. Denn wie gesagt, ich wollte eigentlich zu Ritas Weingut. Das war eigentlich mal irgendwann mal ursprünglich meine Idee. Also der Ablenkung. Wohlgemerkt, eigentlich habe ich ja ein ganz klares Ziel. Und zwar die Entführer unseres Bruders ausfindig zu machen. Ich hoffe nur, dass wir da niemanden vergessen haben, den wir hier noch hätten befragen können. Ist immer so die Sache. Ich bin mir nie sicher, ob wir vielleicht nicht irgendwo in Silbach noch Informationen erhalten könnten. Ich, Depp, hab's nur irgendwie verpeilt. Aber der Dorfälteste wollte irgendwie nichts sagen. Und wir haben eine Menge Dinge auch schon bekommen. Logbucheinträge. Du bist nicht Remy. Da ist er. Aber mal gucken, wie es, wie gesagt, mit der Hauptquest weitergeht. Wir können auf jeden Fall dem erstmal Mordredfleisch mitgeben. Halten dafür ein bisschen Geld. Und wie es scheint, haben wir das jetzt erstmal auch erledigt. Bratenschnitte, Schmortopf, Scavenger-Kürbis-Schaschlik. Das ist ja faszinierend, dass es hier alles gibt. Hirtenbraten in Weinmarinade. Ein wenig altmodisch, aber lecker. Sieht auch klasse aus. 120 Leben und ein bisschen Mana ist auch gar nicht mal so schlecht. Na, also das Spiel macht die Gerichte enorm lukrativ. Und deswegen sollten wir eigentlich auch mal ein bisschen noch was zusammenköcheln vielleicht. Ich meine, mittlerweile haben wir ja auch eine Menge Rezepte, die wir schon auf dem Kasten haben. Na, wo sind sie? Bin ich bescheuert? Informationen, lieb, Stickbriefe, kochen. Genau, Winterschnitte, Insekte, Reste, Suppe, eingelegte Rüben, Bierbrot. Also der Apfelstrudel, der 5 Äpfel nur. Ah, und dafür sind die Scavenger-Eier auch von enormem Wert. Milch und Mehl. Ob wir das dabei haben? Boah, wir können schon einiges, sehe ich gerade. Milch und Mehl. Milch. Sieht schon mal gut aus. Bärenfett und Mallrat-Fett, aha. Also es gibt auch kein pauschales Fett, sondern unterschiedliches. Und Mehl. Reicht für mehrere Gerichte. Perfekt, dann machen wir ein paar Apfelstrudel. Das ist auch eine gute Verwertung der Äpfel. Ein Apfelstrudel hat die gute Jill ja schon bekommen, das heißt, weitere kriegt sie nicht. Die flößen wir uns alle ein und profitieren dann davon. Also wir können das jetzt einfach mal testen, ne? Wir haben einen Stärkepunkt bekommen und vom Rezept her heißt es ganz klipp und klar 5 Äpfel. Für einen Apfelstrudel, das heißt, wenn wir 5 Apfelstrudel fressen und bekommen einen Stärkepunkt, ist es im Prinzip egal, ob wir eben jene fressen oder halt
die Äpfel einzeln gut, die werden sich mehr, als wird sich halt mehr lohnen, schätze ich mal. Dann von den Lebenspunkten, die wir kriegen, da kriegen wir 80 Lebenspunkte für. Aber so insgesamt, also sollten wir nach 3 Apfelstrudeln oder seien es 4 schon einen Stärkepunkt haben, dann müssen wir da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. So, hier kriegst du Ratte am Spieß und wir kriegen, wow, 6 Gold, vielen Dank. Geh mal weg vom Herd. Dann müssen wir mal schauen, wie das am besten sich dann, dann so alles, ne? Also wenn wir jetzt hier... Wir haben noch 22 Äpfel dabei, ich dachte, wir hätten 30 dabei. Egal, wir machen erstmal alles, was geht. 4-mal Apfelstrudel, ich glaube, ich mache den Stresstest jetzt sogar. Wir könnten auch eine Menge Krautwiegel herstellen. Ich finde es cool mit diesem beliebigen Fleisch. Ich habe nur die Angst, dass wenn ich da einfach draufhämmer, dass dann einfach wertvolles Fleisch verschwendet wird. Das wäre auch nicht so gut. So, was ich aber mache, da bin ich mir auch relativ sicher, weil ich denke, das zählt nicht zum beliebigen Fleisch. Ich brate mal das ganze Rattenfleisch. Wir haben 50 davon. Im Leben nicht. Doch keine 50. Ich laber doch nicht was. Doch, Tatsache. 50 rohes Rattenfleisch. Krass. So, wie gesagt, machen wir jetzt mal einen Test. Ne? Also wir haben einen Stärkepunkt erhalten. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich gar nicht so viele Äpfel bis dato gegessen habe. Das heißt, es könnte auch sein, dass es nicht die 25 Äpfel sind, die den Stärkepunkt benötigen. Vielleicht sind es auch nur 20. Aber ich will es trotzdem erstmal gucken. Also 1, 2, 3. Okay, es werden 5 sein, scheinbar. Vielleicht habe ich doch mehr Apfelstrudel gegessen, als ich es jetzt mir hier eingestehen will. Aber auf jeden Fall ist das schon mal nicht schlecht, dass wir die Apfelstrudel besitzen, denn wie gesagt, die geben auf jeden Fall mehr an Lebenspunkten her, als es eben die einzelnen Inkredenzien, ne? Also ich meine, 5 Äpfel werden 25 Leben. Ein Scavenger Eye, gut, bringt wenigstens 15, aber das ist auch nicht die Welt. Und hier kriegen wir halt 80 für. Also Apfelstrudel ist auf jeden Fall eine nette Sache. Himbeer-Äquivalent haben wir noch nicht. Und Ratte am Spieß könnte sich eigentlich lohnen, oder? Weil dafür brauchen wir Ratten. Also Rattenfleisch haben wir ja. Das hat ja eigentlich sowieso gar keinen Wert. Da das an sich ja gar kein Leben bringt. Zumindest roh nicht. Zieht uns ja sogar Leben ab. Und wir brauchen dafür schwere Äste. Aber ich würde jetzt mal in den Raum philosophieren, dass wir uns leisten können, schwere Äste zu verbraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, Jill, geh weg. Ich geh an den Herd. Wir braten das gute Rattenfleisch, und zwar alles. Jetzt gucke ich gerade noch, also Rüben. Da können wir aus den Feldrüben quasi was machen. Wir können mit Heilkraut und Starkbier Bierbrot herstellen. Ja, geröstete Insekten. Keine Ahnung, was das bringt. Panierter Dunkelpilz. Sauer eingelegter Fisch mit Snapperkraut. Das könnte auch vielleicht einen gewissen Wert haben. Hier haben wir natürlich das gute Keiler-Ragout mit Wein. Ratte am Spieß, wie gesagt. Da können wir 25 von machen. Und das mit dem beliebigen Fleisch, davon würde ich eher erstmal die Finger lassen, weil ich das Gefühl habe, dass wir da eventuell dann wertvolles Fleisch wegscheppern. Und ich meine, der Punkt ist, wir haben ja noch kaum was. Ne? Es gibt ja noch so viele Rezepte, die wir kaufen können. So, 25 mal Ratte am Spieß. Ich bin echt gespannt, was wir da noch alles kredenzen können. Und mit den 26 Ratten am Spieß, die wir jetzt bei uns tragen, können wir auch viel eher jetzt in der offenen Welt mal uns ein bisschen, ne, prügeln. Wie ist denn das aber eigentlich mit den anderen Dingen? Ne? Da steht ja immer dabei, beim Mehl Schmalz, ne, und auch beim Pfeffer und beim Salz, dass das für mehrere Gerichte reicht. Aber ich würde gerne wissen, was ist denn da die Obergrenze? Also braucht man da wirklich nur eins von dem Inventar und es reicht auf ewig? Oder reicht es nur für 50 Gerichte und dann verschwindet quasi eins aus dem Inventar? Das kann ich so noch gar nicht einschätzen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz zum Ezekiel. Denn der verkauft ja Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5. Und der verkauft auch Himbeeren. Und der hat diese Bombennudeln.
Und die Drachenwurzelaufstrich, das ist. Ach, wir brauchen so viel Gold. Wir brauchen so viel Gold. Ob es sich auch lohnt, einfach mal die ganzen Rezepte mitzunehmen. Die kosten ja jeweils auch nur 5, ne? Aber wie gesagt, in unserem jetzigen Zeitpunkt haben wir nicht mal die eigentlich. Naja. Ich habe ein Wüstenwolfsfell. Ich glaube, das habe ich irgendwo gefunden. Ich habe ganz sicher keinen Wüstenwolf niedergerungen. Wir haben theoretisch so viel Potenzial. Aber noch kann ich einfach gar nicht einordnen, wie wir es am besten nutzen, unser Potenzial. So, hier mal direkt die beiden größten Sympathen nebeneinander im ganzen Dorf. Aber beide sind scheinbar unwichtig für den Moment. Ich will mal ganz kurz hier von Bastian. Hat der noch irgendwie Äpfel? Der verkauft tatsächlich Äpfel. 1, 2, 3, kein Geld mehr. Mann. Eieieiei. Willst du ein Beil? Nehmen dafür 2 Äpfel. Ansonsten Himbeeren, wie gesagt, müssen wir, glaube ich, auch kaufen, weil das bringt uns Geschicklichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Petersilie und Kürbis sind einfach nur. Kann man so. Ah, bei Petersilie kann man fressen, Kürbis aber nicht, ne? Genau wie Kohl und Möhren. Ne, doch, Möhren kann man auch essen, aber Kohl nicht. Das heißt, manches davon ist einfach nur Gemüse. Schaffleisch, rohes Schaffleisch. Bierbrot kennen wir, die würzige Kohlsuppe nicht. Bauernfrühstück. Rührei mit Wurst, guter Start in den Tag. Eingelegte Rüben kennen wir. Butler Fleischkutteln kennen wir auch noch nicht. Könnte auch nicht schlecht sein. Pilzsuppe, die Fleischkutteln imitiert. Aha. Dafür hätten wir die Butler. Na egal. Das ist ja wie gesagt kein wertvolles Ding hier. Trinkkompott aus getrockneten Früchten. Wird an Festtagen zu Adern aus Ehren getrunken. Ja Mensch. Was es hier nicht alles gibt. Und da gibt es auch Pfeffer, Essig, Salz und Schmalz, falls man es wieder bräuchte. Wie gesagt, wir haben es, aber ein ewiger Vorrat wird es ja nicht darstellen. Ansonsten gibt es noch selbstgebrannten. Die Scavenger-Eier zu kaufen, ist halt jetzt die Frage. Also ich weiß, dass ich Scavenger-Eier brauche für den Apfelstrudel, aber im Verhältnis 5 zu 1, also Scavenger-Eier zu Äpfeln. Naja, gut, wir wissen ja, notfalls können wir sie beim guten Bastian erwerben. Da würde ich sagen, wir pennen jetzt eine Runde und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf Richtung Weingut. Da hat einer wieder zu tief ins Glas geguckt. So, pennen wir mal bis zum nächsten Morgen. Ausgerüstet mit einem Haufen Rattenspießen, lässt es jetzt ins nächste Abenteuer starten. Der Punkt ist, ich habe halt leider wieder kein Geld. Also das hätte ich vielleicht die 20 Lernpunkte mal ein bisschen investiert. Wahrscheinlich sogar erstmal in Stärke. Vielleicht halb Stärke, halb Einhand. Aber vermutlich sogar doppelt stärker. Ist die Petra gerade aufgestanden? Ah, die hat sich, glaube ich, nur umgesetzt. Ich dachte, die wollte mit uns reden. Gut, in diesem Sinne, bis in der nächsten Folge. Wie gesagt, geht's nochmal aus dem Südtor raus. In die andere Richtung. Und wir gucken mal, dass wir wieder an unsere Grenzen stoßen. Und dann gehen wir aber auch bald wirklich mal aus dem Osttor raus Richtung Stadt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.